Hallo liebe Leute, ja, ich habe zwar angekündigt, ich werde erstmal keine Videos machen, bis es mir besser geht. Aber ehrlich gesagt, erstens kann ich es nicht lassen, Videos zu drehen. Das macht mir so viel Spaß und Freude, dass ich es nicht lassen kann. Und zweitens geht es mir heute etwas besser, sodass ich so motiviert war, diesen Querbeet-Take zu machen. Das, ja, deswegen mache ich den jetzt mal. Also, mein Lieblingsbuch, was ist dein Lieblingsbuch? Genau, hier, das ist von einer guten Freundin, Nepomuk's Abenteuer, von Christine Erditsch aus der Türkei. Die ist auch bei Facebook vertreten. Das ist ein so schönes Buch, das ist eigentlich ein Kinderbuch, aber das ist so schön geschrieben und gezeichnet, das ist auch was für Erwachsene. Ich zeige euch mal ein Bild hier, falls ihr das überhaupt erkennen könnt. Aber es ist echt so schön. Leider habe ich das noch nicht ganz durch. Tut mir leid, liebe Christine. Aber ich bemühe mich, es weiter durchzulesen, also zu Ende zu lesen. Und sei damit jetzt herzlich gegrüßt. Liebe Grüße in die Türkei. Oder wo auch immer du jetzt bist. Und dann von auch einer lieben Freundin, die auch bei Facebook vertreten ist, von Heidi Dahlsen, Gefühlslooping. Da geht es um einen oder eine junge Frau, die Borderline hat und ja, sterben möchte und ein Kind kriegt und damit nicht klarkommt und dann wieder Mutter sein möchte, aber dann schafft es wieder nicht und so weiter. Also das ist richtig Gefühlslooping, wie das Buch auch schon heißt. Ich empfehle das wärmstens. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe es, ich glaube, in einer Woche oder zwei Wochen, ich weiß es nicht ganz genau, verschlungen. Aber echt, es ist ein sehr tolles Buch. Und hiermit sei du auch gegrüßt, liebe Heidi. Liebe Grüße an dich. Und dann machen wir mal weiter. Welche Berufsgruppe bewunderst du am meisten? Ja, und das ist ganz einfach. Ich bewundere die Pathologen, denn ich liebe diese Berufsgruppe. Ich, wenn ich könnte, wie ich wollte und ja, wie ich wollte, würde ich Pathologin werden. Weil ich liebe einfach dieses Rätselhafte, dieses woran ist ein Mensch gestorben? Ist es wirklich Mord gewesen oder natürliche Todesursache? Ich bin da echt besessen von. Ich schaue auch immer, ja, wenn es diese Sendungen im Fernsehen gibt, immer diese Autopsiesendungen und sowas. Ja, ich schäme mich ja, aber ich finde das echt toll und die bewundere ich so, weil die müssen teilweise also einen Gestank aushalten und obwohl das, man gewöhnt sich dran, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ja, Wasser oder Milcheis? Milcheis, ganz klar. Das Ungesundeste ist bei Rebbi Nummer 1. Ja. Ja. Lieblingsobst, das ist Himbeer, Kirsche, Erdbeeren, habe ich glaube ich gesagt, ne? Erdbeeren und Pflaumen. Lieblingstier, ganz klar Meerschweinchen, Ratten und jetzt kommt's, Tiger, Löwe und Affen. Brichst du am Kuli immer die Kappen ab? Nein. Nö. Ich habe früher aber immer in der Schule, manchmal, wenn ich wütend war oder einfach nur so aus Spaß, meine Bleistifte ja, durchgebrochen. Schäben. New Beetle oder Gottold Käfer? Sind beides Autos? Ich weiß, aber ich kenne mich noch nicht aus. Nichts von beiden? Oder vielleicht Käfer? Ich habe keine Ahnung. Q-Tips oder Wattestäbchen? Wie nennst du es? Ganz klar Wattestäbchen. Wobei, ganz klar ist es gar nicht, aber ich nenne es Wattestäbchen. Wie ist sie. Was? Wie stehst du zu Hello Kitty? Naja. Habe ich irgendwas überhaupt von Hello Kitty? Ich glaube nicht.
Ich finde sie ganz süß, diese Katze, aber ist doch eine Katze, oder? Aber ich mag sie nicht. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt was von Hello Kitty haben. Wenn mir was gefällt und sie ist da drauf, okay, dann kaufe ich mir auch Hello Kitty. Aber nee, muss nicht sein. Ich bewundere jede Frau, die was weiß ich, wie alt ist und überall Hello Kitty Sachen hat. Das bewundere ich so sehr, weil da gehört doch schon Mut zu, oder? Also finde ich. Ja. Erdnussbutter mit oder ohne Stückchen. Also Erdnussbutter mag ich nicht so richtig. Ich habe es auch schon gegessen, weil ich immer, wenn ich so amerikanische Sendungen gucke, wenn die dann sagen, Erdnussbutter-Sandwich mit, was weiß ich, Marmelade oder irgendein Gelee, dann habe ich so Appetit drauf und dann kaufe ich mir eine Erdnussbutter und mache das Gleiche und dann esse ich es und denke wieder, nee, mag ich nicht. Also, nee, ich mag nicht, keine Erdnussbutter. Also ohne Stückchen. Wenn Erdnussbutter, ohne Stückchen. Sony oder Nintendo? Da kann ich mich nicht entscheiden, weil ich habe von Nintendo was und auch von Sony. Und ich mag eigentlich beides. Deswegen, tut mir leid, geht nicht. Was war dein erster Lieblingssong? Ja, jetzt werdet ihr mich bestimmt verfluchen. Als Kind von, ja, jetzt muss ich mal überlegen. Ah ja, Nicole Weil. Von Nicole ein bisschen Frieden. Ja, ich bin ja auch schon mal ein bisschen älter, ne? Und als Kind war das mir mal angesagt. Ja, tut mir leid. iPod lila oder silber? Ganz klar lila! Lila! Entschuldigung. American oder britisch-englisch? Da ich ja kein Englisch beherrsche, weiß ich jetzt nicht, was ich sagen will. Aber ich glaube American, weil das ist ein bisschen einfacher. Aber ich habe keine Ahnung. Bikini oder Badeanzug? Badeanzug, weil mein Bauch. Ja, ich werde auch manchmal geärgert und dann heißt es, und in welchem Monat bist du? Ja, ich bin nicht gerade die Schlankste. Früher war ich voll, echt, als Kind, Jugendliche war ich voll dürr. Da haben alle gedacht, ich habe Magersucht. So, dann habe ich irgendwann, ich glaube, die 3-Monats-Spritze bekommen oder was weiß ich. Auf einmal, buh, echt, aufgegangen wie wie sonst was, wie so ein Hefeklos. Es war nicht ganz so dick, aber immerhin dick, dass ich manchmal echt so ein Doppelkinn sehe, wenn ich mich auf Fotos sehe. Irgendwie ist das voll unangenehm, aber gut. Colin Firth oder Matthew McFadden oder wie der da heißt. Ich habe auch mal gegoogelt, ich habe nämlich das Video von, wie heißt sie, Royal Flash gesehen. Und ich wusste nämlich auch nicht, wer das ist. Habe ich gegoogelt und dann habe ich gesehen, okay, Colin Firth. Ja, den kenne ich zumindest auf jeden Fall und dann den. Wer ist dein liebster Filmbösewicht? Also ich mag keine Bösewichte. Nein, ich kriege da immer Aggression. Ich könnte am liebsten in diesen Film rein und diesen Bösewicht erwürgen. Ich hasse Bösewichte. Gepunktet oder gestreift? Ganz klar gestreift. Ich weiß gar nicht, ob gestreift bei mir gut ist und nicht gepunktet besser, aber ich mag gestreift besser. Also lieber, nicht besser. Lieblingsmärchen? Cinderella. Und Schneewittchen? Und Tischlein deck dich? Und was noch? Weiß ich gar nicht. Ich habe so viele Märchen, die ich eigentlich gut finde. Da habe ich gar kein richtiges Lieblingsmärchen. Ich finde alle Märchen eigentlich irgendwie gut. Weil die ein so schönes Gefühl geben, wenn man die hört. Weil ich habe auf dem PC Märchen und CDs und so. Das gibt so ein, weiß ich nicht, so ein geborgenes Gefühl, wenn man Märchen hört. Ja.
Metallica oder Korn? Korn kenne ich nicht, tut mir leid. Metallica mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber wenn ich mich entscheiden muss, Metallica. Ansonsten am liebsten gar keinen von beiden. Ist nicht meine Musikrichtung. Nee. Da mich ja jeder kennt, Weißgeist. Weißgeist, Weißgeist. Ja, ich bin Weißgeist-süchtig. Aber ich schäme mich nicht dafür, weil es ist eine tolle Band. Die beste aller Zeiten, finde ich. Und man soll dazu stehen, was man gut findet. Von daher, es steht zu Weißgeist. Fertig. Juhu! Okay, ich hab's geschafft. Ich tick, glaube ich, auch niemanden diesmal. Ich wüsste auch nicht wen. Und ich glaube auch, alle, die ich jetzt ticken würde, haben es schon gemacht. Und 50 Antje würde das, glaube ich, nicht machen. Ich weiß es nicht. Wenn sie es machen möchte, kann sie es gerne ma tun. Dann sei damit getaggt. Aber ansonsten, wie ihr möchtet. Okay, bis dann. Tschüss.